Yo, was geht? Marvin hier. Wir kommen wieder zur neuen Wochenaufgabe in Forza Horizon 5. Angekommen im Frühling in der Hitzesaison sind wir im letzten Tab der Serie italienische Autos angekommen. Und für 20 Punkte bekommt ihr den 2017er Abarth 124 und für 40 Punkte den Lancia 037. So, bevor wir zur Wochenaufgabe kommen, gehen wir einmal in den Forzaton Shop und da könnt ihr im heißen Angebot den Ferrari 288 GTO aus dem Jahr 1984 für 800 Forzaton Punkte bekommen. Dann haben wir einmal ein Emote, eine Hose und dann noch den Lamborghini Aventador Super Veloce. Dann haben wir noch einen normalen Wheelspin und einen Super Wheelspin. Wie ich euch jede Woche sage, habt ihr genug Punkte, kauft die ruhig, habt ihr nicht so viele Punkte, dann lasst das sein. Ihr bekommt die auch in Autos und Events freigeschaltet. So, dann geht's mal da raus, dann gehen wir mal dahin und schauen ins erste Kapitel und dann müssen wir gucken, welches Auto wir dafür brauchen und zwar den 2017er Alfa Romeo und den kann ich mir merken. Da gehe ich einmal in den Fuhrpark und gucke, ob ich den schon habe und wenn nicht, dann kaufe ich den gerade. Also, das ist jetzt hier das Menü, wenn ihr den noch nicht habt und kaufen wollt. Also, wir gehen hier einmal auf Alfa Romeo und gehen jetzt hier in die Richtung da 2017. Wenn ihr den noch nicht habt, kauft ihr den einmal für 120.000 Credits und steigt da ein. So, nach dem Einsteigen fahrt ihr einmal los und dann ist die erste Aufgabe auch direkt schon wieder abgeschlossen. Und dann kommen wir auch schon zu Kapitel 2, geschenkter Gaul. Wir sollen mit dem 2017er Alfa Romeo Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Wir sollen mit dem 2017er Alfa Romeo Giulia Quadro irgendwas, keine Ahnung, ein Drag Race gewinnen. Ein Drag Race, so. Dann auf die Map und hier unten. Hier ist der große... Das Kleeblatt nennen wir das immer. Hier einmal ohne Filter. Hier ist das Stadion. Hier ist die große Autobahn. So, und an dieser Stelle hier ist das Kleeblatt. Und hier unten ist ein Drag Race. Und da könnt ihr euch mal hin teleportieren. So, das Ganze natürlich solo starten in der Originalstrecke. Einmal auf die Schultertaste für aktuelles Auto. Und dann starten wir auch das Rennen direkt. Beziehungsweise das Drag Race. Und dann geht's direkt los. Oh, die starten ein bisschen schneller. Aber die... Ja, sollten doch abzuhängen sein. Und das sieht auch ziemlich cool aus. Oh, Hilfe. Egal. Damit ist auf jeden Fall das Drag Race schon beendet. In unter 15 Sekunden. So, und die Aufgabe ist abgeschlossen. Und damit kommen wir schon zu Kapitel 3, Tempo mit Stil. So, wir sollen jetzt mit dem gleichen Wagen in irgendeiner Blitzerzone 3 Sterne sammeln. Dann wollen wir das nochmal machen. Da gehe ich einmal auf die Karte, mache alle Filter aus und suche mir hier die Blitzerzonen raus. So, und da kann ich hier ganz oben rechts auf der Karte sehen, dass ich hier eine neue Blitzerzone habe. Und ja, die werde ich jetzt einfach mal machen. So, warte mal, fahre ich von oben oder fahre ich von unten? Ah, komm, fahren wir von oben, dann habe ich hier nämlich ein bisschen mehr Anlauf für die Höchstgeschwindigkeit. So, dann einmal umdrehen und reinfahren hier in die Blitzerzone. So, jetzt muss ich hier früh genug bremsen. Sonst kriege ich mit dem Schlitterwagen hier die Kurve nicht. Ich habe gar nicht aufgepasst jetzt, wie viel km/h ich dafür brauche. Naja, egal. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt Gummi geben und dann gucken, dass ich da irgendwie gut... Oh, 197,58. Neue PB, wie viele Sterne sind das? Nur 2. So, das Ganze nochmal für den 3. Stern, denn das ist egal, ob ihr verschiedene Blitzerzonen dann fahrt oder immer wieder die gleiche. Ihr könnt auch 3x einen Stern kriegen, wenn das Auto nicht genug getuned ist oder wenn ihr Schwierigkeiten damit habt. Das ist überhaupt nicht schlimm, dann fahrt ihr das Ding einfach 3x und dann ist die Aufgabe auch abgeschlossen. So wie bei mir jetzt. Ich bin sie 2x gefahren und dann war sie dann abgeschlossen. Ist auch völlig in Ordnung. Und damit kommen wir direkt schon zum 4. Kapitel. Und zwar sollen wir wieder mit dem gleichen Wagen in einer Driftzone 50.000 Punkte sammeln. So, und das kriegen wir natürlich hin. Da gehe ich wieder auf die Karte, mache wieder alle Filter an und aus
und gehe jetzt einmal auf die, wo ist sie? Auf die Driftzonen und suche mir da irgendeine Driftzone raus. Ich nehme jetzt einfach die hier. Da 50.000 Punkte müssen wir bei der sogar bekommen. Die ist einmal hier rechts von dieser kleinen Stadt. Da könnt ihr das sehen, falls ihr die gleiche fahren wollt. Ich betone das jetzt immer wieder. Ich empfehle euch die Dinge nicht, die ich euch zeige. Ich zeige euch nur, welche ich mache, damit die Aufgaben abgeschlossen sind. Ja, aber egal. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal hier hin. Ich porte mich dahin. Und ja, wie gesagt, keine Empfehlung. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich die gleichen Aufgaben machen, die ich hier mache. Ist natürlich aber kein Muss. Ist ja logisch, ne? Vielleicht habt ihr ja andere Aufgaben oder Rennen, die euch besser gefallen. Und dann, ja, macht das halt damit. So. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Ich weiß, ich bin nicht gut im Driften, aber ich kriege es hin, diese Aufgaben abzuschließen. So, da sind jetzt die 50.000 Punkte erreicht. Und dann kann ich im Prinzip einfach ins Ziel fahren. Du hast dein Ziel erreicht. So, hier, zack. Nochmal ein bisschen gedreht. Da ist die Driftzone auch abgeschlossen. Halt doch an, halt doch an, halt an. Alter Falter. So, und damit ist die letzte Aufgabe abgeschlossen. Und ja, wenn dir das Video gefallen und geholfen hat, dann lass mir doch kostenlos ein Abo da. Daumen nach oben und kommentieren, ganz wichtig. Kommentiert mal meine Videos, damit der YouTube-Algorithmus checkt, dass das Video interessant ist, damit es noch mehr Leute sehen. Jetzt bin ich raus, sage bis zum nächsten Mal. Bye, bye und ciao.